Wir schreiben das Jahr 50 vor Christus. Ganz Österreich ist von den Römern besetzt. Auch Burgenland. Aber die hatten den Neusiedlersee. Burgenland. Eines von 9 österreichischen Bundesländern. Aber was kann denn eigentlich dieses Burgenland? Kommen wir zur Bevölkerung. Das Burgenland hatte im Jahr 2019 eine Bevölkerung von 294.000 Einwohnern. Die Fläche liegt bei 3.995 Quadratkilometern. Das Burgenland hat 7 Bezirke. Neusiedl am See, Eisenstadt inklusive Freistädte, Mattersburg, Oberpullendorf, Oberwart, Güssing und Jennersdorf. Die durchschnittliche Bevölkerungsdichte liegt bei 73,44 Einwohner pro Quadratkilometer. Aber die größte Dichte liegt bei 916,71 Einwohner pro Quadratkilometer. Die liegt nebenbei in Bad Sauerbrunn. Die Hauptstadt des Burgenlandes ist Eisenstadt. Wer das nicht weiß, hat nicht aufgepasst. Und die Lage in Österreich, es liegt im Südosten. Es hat Anteil an den Großlandschaften der Vorländer im Osten und Südosten und ein bisschen von den Alpen. Wichtige Städte sind Parndorf, Neusiedl am See, Golz, Güssing und Eisenstadt. Die wichtigsten Flüsse und Seen sind der Neusiedler See, der Raab, die Pinka, der Lafnitzfluss. Nicht Lachwitzfluss, sondern Lafnitzfluss. Der höchste Berg ist der Geschriebenstein. Hat da mal ein Wert drauf geschrieben oder wieso ist er geschrieben? Und das Burgenland hat kaltes und gemäßigtes Klima. Burgenland wirtschaftlich gesehen einer der schlechtesten Länder Österreichs. Doch machen wir nun einen etwas genaueren Einblick in das Burgenland. Das Burgenland ist sehr stark auf Tourismus bezogen. Dazu drangen viele Orte und Konzerne, wie beispielsweise Family Park, der Neusiedlersee, Schloss Esterhazy, Parndorf oder Burg Forchtenstein bei. Außerhalb des Tourismus gibt es aber trotzdem relativ große Betriebe, wie zum Beispiel AMS Burgenland, den Rümpeltrop, Gensandorf, Medon GmbH aus Oberstdorf. Die Arbeitsbilanz sieht eher gut aus, denn die Arbeitslosenrate ist vom letzten Jahr bis zu diesem Jahr um 26,1% gesunken. Das entspricht einem absoluten Wert von 2.695. Die nachwachsenden Arbeitskräfte hingegen sind weniger geworden, denn es besuchen im Gegensatz zum Vorjahr um 103 Leute weniger die Schule. Das entspricht einer Senkung von 5,2%. Dies ist jetzt aber ein nicht so belastender Wert. Mit der Wirtschaftskammer von Burgenland sieht es auch sehr gut aus. Eine Wirtschaftskammer ist einfach gesagt ein Institution, um die Interessen eines Betriebes oder eines Erwerbstätigen gegenüber dem Staat zu vertreten. Die Wirtschaftskammer Burgenland ist in Eisenstadt und ihr Leiter ist Magistra Reinhard Ribbing. Zu den Wirtschaftszonen. Im Norden haben wir den Wirtschaftspark Parndorf, grenzüberschreitender Wirtschaftspark, Technologiezentrum Neusiedl, Technologiezentrum Eisenstadt, A3 Business Park, GZO Siegendorf. Im Süden haben wir Technologiezentrum Mittelburgenland, Techno-Orion Neutral, Technologiezentrum Güssing, Technologiezentrum Pinkerfeld, Technologiezentrum Jennersdorf, grenzüberschreitender Wirtschaftspark, Logistik- und Gründerzentrum Heiligenkreuz.
Im Burgenland gibt es viele Tourismusorte und Gemeinden. Unter anderem Pandorf, was anfangs zwar eine einfache Gemeinde in der Region Neusiedl war und mittlerweile nur noch für Shopping-Outlet bekannt ist. Aber naja, die haben auch den Neusiedler See und der ist mit 135 Quadratkilometern der zweitgrößte See in ganz Österreich. Burgenland heißt ja nicht umsonst Burgenland, das Land der Burgen. Es gibt auch Burgen, 124 Stück, um genau zu sein. Und einige von denen sind auch ganz berühmt. So wie Schloss Esterhazy. Nein, das ist nicht der Ort, wo der Osterhase seine Eier versteckt, sondern ein Schloss, welches ungefähr im 13. Jahrhundert gebaut wurde. Dann gibt es noch Burg Forchtenstein. Diese Burg gehört auch den Esterhazy und die meisten Kinder kennen diese Burg, weil es so lustige Mittelalter-Events gab im Sommer. Mit dieser hässlichen Ratte, die sich Vorfüll nannte. Und ganz ehrlich, die sah aus wie ein überfahrener Kojot. Und dann gibt es den Family Park, bei dem gefühlt jede einzelne Attraktion als einzelner Tourismusort eingespeichert ist auf Google. Und es gab 99 Orte und der Family Park belegt einfach 12 davon. Da gäbe es einerseits den Family Park, der anscheinend ein so großes Unternehmen ist, dass er gleich 12 Plätze bei Google verbraucht und eine Katze als Maskottchen hat. Und ja, ich weiß, klingt nicht sonderlich interessant, für mich auch nicht. Aber das letzte Interessante, was die Firma halt erlebt hat, war 2019, als sie verkauft wurde. Sie wurde von der österreichischen Familie, wurde sie an ein französisches Unternehmen verkauft. Das französische Unternehmen kann ich nicht aussprechen, deshalb werde ich es nicht mal versuchen. Und dem französischen Unternehmen gehört halt sehr viel. Denen gehört auch noch Disneyland und die Universal Studios Theme Park gehören denen auch. Im Burgenland hat den Hauptsitz auch Römerquelle, ein Unternehmen, welches Wasser in Flaschen verkauft. Außerdem wird das Wasser als Heilwasser vermarktet. Gut, ja, keine Ahnung, wie viel Heil jetzt in so eine 0,5 Liter Plastikflasche reinpasst, aber naja, verkaufen tut es sich auf jeden Fall gut. Seit 2003 gehört Römerquelle aber der Coca-Cola HBC Austria GmbH. Und naja, anscheinend kann es Coca-Cola nicht lassen. Denn jede Firma, welche von Coca-Cola gekauft wird, bringt nach einem kurzen Zeitraum eine sehr exotische Geschmacksrichtung raus. Wo man sich nur an den Kopf fassen kann und sagen kann: Sag mal, Coca-Cola, habt ihr zu viel von eurem Topo Chico gesoffen? Die folgenden Quellen können Spuren von Nüssen enthalten. So, jetzt aber.